Don't touch me! Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sack store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto, einfach für euch alle Freunde. So, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du Michaels Familienmitglied helfen willst oder nicht. Drücke X, um zu helfen, oder Kreis bin ich. So, ich mach mal eins, X. Oh, now you want me. Alright, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen, you worthless turd. Ja, wieder wie freundlich, kann man ja nicht anders sagen. Geh zu Amanda. So, oh, wir haben auch noch eine Zeitbegrenzung, fuck. So, nebenbei wollte ich mir erzählen, jedes Mal, wenn man den Charakter wechselt, also was heißt jedes Mal, zwischendurch passiert das schon mal, dass man so eine kleine, halt die Schnauze, ich will ihr rübergeben, hat eine Frau oder irgendwie jemand vor mir. So. Gibt so eine kleine Sequenz pro Charakter, denn als ich das Spiel gestartet habe, so, jetzt können wir ja weg, einmal drehen. Saß der Michael so unnachgiebig hier auf der Parkbank und dann hat ihn so ein Polizist angepöbelt, mehr oder weniger, klingt schon ein bisschen skurril, angepöbelt, und da ist der Michael so ein bisschen cholerisch geworden und hat ihn zur Sau gemacht, bis der Polizist einfach weggegangen ist. War schon ganz witzig, ist leider aber nicht mit in der Aufnahme drauf. So, wir müssen uns beeilen, wir müssen irgendwas mit Amanda, und die wurde bedrängt oder so. Ich habe das leider jetzt nicht ganz gelesen oder verstanden. Uah, alte Drecksau, geh mir aus der Sonne. Ich habe hier einen Sportwagen geklaut und das heißt, ich bin... Mein Gott, ey, die können heute aber auch nicht fahren. Nicht, dass ich besser fahren würde, aber who takes care of it? Also ich nicht. Weil ich habe ein verschissenes Ziel. Ach, verdammt. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich schlag gerade ein bisschen aus. Kurz, Moment. Tut mir leid, ich muss gerade mal ein bisschen... So, ein bisschen runtergehen mit der Ausschlag. Ja, mit dem Ausschlagpegel, so ist jetzt besser. Ich schlag mich gerade ziemlich aus bei der Aufnahme. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen übersteuert ist, das Ganze, tut mir leid. So, aber wir sind wieder zurück auf der Straße. Ach ja, wir müssen Amanda irgendwas mit ihr machen. Ich verstehe das immer noch nicht, aber gut. Was aber gut funktioniert hat, dass ich die Musik ganz leise gedreht habe. Man hört sie noch, aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass man GEMA-Probleme bekommen würde. Also, ne? Hotels, who knows? Man muss ja Superbrain sein, so over 9000 und so. Lass mich hier durch. So. Wir hätten jetzt eigentlich auch ein Taxi rufen können, aber gut. Ich weiß ehrlich nicht, wo wir genau hin müssen. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich bin gespannt. Hui. Aber ich bin immer noch hin und weg. Mittlerweile ist ja GTA Online auch aktiv sozusagen. Und ich habe es bisher noch nicht eingeschaut. Ich habe mir ein bisschen ein paar Videos angeguckt, wie das so ist. Scheint ganz witzig zu sein. Nur so als Singleplayer, also wenn man jetzt nicht mit anderen zusammenspielt, ist das jetzt nicht so der Reiz momentan. So. Wir sind hier, was muss ich denn machen? Die hat ein Problem. Müssen wir die abholen? Easy there. That's assault on top of the shoplifting beat. Man, the paperwork. What you packing? You know, standard LSPD issue 9 mil. Sweet. I gotta get some hardware. Was muss ich machen? Detective, you know. Kinda. No, for real. We get the whole lot. Biters, pinchers, scratchers. Must be tough. Hello. Tell me about it. It's all in my novel if you want to read it. Ja. Maybe another time. Moment, ich muss mal kurz ins Menü gehen. Ich habe gerade gar keinen Plan, was wir hier machen müssen. So, der gute Ehemann. Geh zu Amanda. Steig in den Streifenwagen. Ach so. Das machen wir natürlich dann. Officer, tut mir leid. Die Karre ist mal kurz beschlagnahmt. Hey, stop right now! Hit the gas! Let's go! Let's go, Michael! Don't worry. Okay. I know what I'm doing. Ja, natürlich, der Michael weiß immer, was wir zu tun haben und wir sind am Steuer und es kann es nicht mehr schief gehen. Das wollte ich gerade schon sagen und schon fahren wir irgendwo gegen. The cops are still after us! Don't worry, I know what I'm doing. Ja, das haben wir doch gerade schon erwähnt, die muss mal ein bisschen ruhiger werden. Einfach mal ein bisschen ausspannen. Drive, Michael! Relax, I got this. Ja, wir machen das doch schon, Amanda. Mach dir nicht so einen Stress. Der Michael hat schon viel andere. Don't worry. I know what I'm doing. Der Michael hat doch schon viel Dinge, andere Dinge gebracht und gelöst. So, noch They're eins. Coming, Michael. Ja, ich seh's, ich seh's. Ganz ruhig, Amanda, ganz ruhig. Das wird schon.
So, was ich nämlich auch in den Videos gesehen habe, das fand ich ganz witzig. Chill out. It's under control. So. Go, 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 go! Don't worry. I know what I'm doing. Is that it? Are they gone? Of course they're gone. Who are you talking to? Come on, I'll take you back to the house. So, nämlich das habe ich nämlich gesehen, dass... There you go. Hey, you remember those, don't you? From the old days when you used to do the girl cop routine? Wow. Really? Now? You're a pig. So, kann man jetzt so wieder reden? Don't say it. Nein. What? Then I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. Because if you say that, I'll say the same to you. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Deswegen fahren wir einfach mal gekünstelt hier in die Fahrzeuge. Ja, 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 so. Was ich eigentlich... Hello? No seatbelt. Das ist ein Polizeiwagen. Who are you to judge me? Oh, I'm not judging? No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh, yeah. Risking prison, getting shot at. Love, love, big love. Love is in the air. Dim, dim, dim. So this is what it's like to be you. Not really, honey. See, I'm a semi-successful crook. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah. Thank you. Also ganz nebenbei, danke. Sehr nett. Bestanden. Der gute Ehemann. Auf den Speicherplatz, bla bla bla. Ja, kurz überspeichern. So. Ja, weiter, weiter. War es das jetzt, oder? Nett. Mini Cooper. Ja, da reißen wir uns den Arsch für die Amanda auf. Und statt uns zu danken, kriegen wir erst einmal einen rüber, dass im Polizeiwagen ja keine Sicherheitsgurte sind. Und dass wir sonst ja auch ein ganz großes Arschloch sind. Aber hey, hey, wir haben sie gerettet und wer braucht das schon? Mann, 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 also das ist ja auch so eine... Nett. So, jetzt müssen wir irgendwie das Polizeiauto loswerden. Parken wir mal hier. Ah, Moment. Ah, ein bisschen ordentlicher. So, zack. Ja, ja, ja. So, die Waffe mal wieder wegstecken. Wird sonst ziemlich auffällig. So, jetzt habe ich natürlich auch noch vergessen, den Timer zu stellen, aber das war's. So, also, was ich eigentlich sagen wollte. Hallo und herzlich willkommen jetzt mal richtig so, nicht ganz ohne, so ganz ohne Unterbrechung. Oh, das sieht auch nett aus, die Karre hier. Down, down, down. Ein Cold Voltic. Boah, fuck, 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 fuck. So, fahrerische Künste mal wieder auf dem Prüfstand. Yeah, woo. Lass mich vorbei. Hey, wow, wow, wow. Hat's mich direkt umgehauen. Ja, und das Auto mit. Erstmal einen stylischen Roller gemacht. Ne? Ohne Stil geht natürlich ja nicht, ist klar. So auch nicht vor unserem Haus. So, fahren wir mal hier rein. Machen wir mal kurz eine neue Karre besuchen. So. Bisschen leiser. So, ich würde sagen, wir machen eine nächste Mission, oder? Was meint ihr so, ne? Würde ich mal so anmerken. Sind ja jetzt ein bisschen peppiger angezogen, so ein bisschen Miami Vice-Stil. So ein bisschen so, keine Ahnung, so Trenchcoat und, naja, was hat das mit Miami Vice zu tun? Ich habe es ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Aber ich will einfach nur irgendwas erzählen, um die kleine Zeit zu überbrücken. So. Allerdings wird es ja auch mal langsam Zeit, dass wir wieder mit dem Franklin unterwegs sind. Wir sind ja jetzt schon einige Folgen wieder mit dem anderen unterwegs, also Michael hier. Machen wir noch eine Mission mit dem Lester und dann wechseln wir zum Franklin. So, jetzt einmal auf die Karte gespickert. Grün ist Franklin, L ist Lester und ist blau. So. Denn wir wollen ja auch ein wenig über ihn erfahren. Warum er so ein Gutmensch ist, obwohl er ein Dieb ist, das ist schon merkwürdig. Ja, fahr oder bleib stehen, so ein... Mann, Mann, Mann. Hier will man über Rot fahren und die Autos bleiben mitten auf der Kreuzung stehen, weil sie so unentschlossen sind. Das ist ja nicht zu glauben. So.
Ja, 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 da, 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 da. Mal gucken, ob wir auch irgendwie in der Mission mal den Shop, also den Hund hier, verwenden müssen. Ich habe ja mir die iFruit-App dazugelegt. Uah, Alter. Und, naja, ich habe dem jetzt sozusagen ein bisschen was beigebracht. Das würde ich gerne mal testen, inwiefern sich das hier auf das Spiel auswirkt. Aber das werden wir wahrscheinlich in der heutigen Folge nicht machen, aber in der folgenden, einer der folgenden Episoden wird das der Fall sein. Dann schauen wir mal ein bisschen rein, wie es so reinpasst und wie wir so weitergehen. So. Oh, wobei, das Radio ist ja schon immens leise. Hä? Was hier? Your only friend in reality estate. Aha. So. Und seid ihr noch am GTA 5 spielen oder nicht mehr? Denn ich habe schon mitbekommen, das ist mir so ein bisschen ans Ohr getragen, und bin ja nicht der Einzige, der GTA 5 spielt, welche Überraschung, dass viele eigentlich schon ziemlich bald mit dem Spiel fortgeschritten sind. Überrascht mich. Kann jetzt an... Oh, fuck. Alter. Alter. Fahren wir an der Polizei einfach rein? Interessiert die nicht. Hm. Auch nicht schlecht. Also, dass viele schon, was ich eigentlich sagen wollte, schon ziemlich fortgeschritten sind mit dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich persönlich halt ein Let's Play daraus mache. Machen ja, bin ich ja auch nicht der Einzige, müssen wir mal ehrlich sein, da bin ich ja nie der Einzige mit. Oder... Huch. Das erste aufploppende Erlebnis. Und plötzlich war da eine Bushaltestelle. Nein, ohne ob ihr da anders gestrickt seid, ich weiß es nicht. Wie sieht's bei euch aus? Spielt ihr das noch oder ist das schon eher so langweilig? Ist man schon wieder bei FIFA oder Call of Duty angekommen? Oder Duty oder... Ach, The Beauty and the Beast. So, ich park hier einfach mal, weil ich gerade den Eingang nicht finde. Ach, wo ist denn der verschiedene Eingang, Lester? Wo hast du uns denn den Eingang hinterlassen? Hm, müssen wir hier rein? Können wir hier rein? Nett, wir können hier rein. Jesus, Michael, you look like a bum. Put something nice on. Besorgt er aus seinem Kleiderschrank oder einer Garderobe Kleidungsgeschäft gute Kleidung, um diese Mission zu starten. Was? Willst du mich jetzt verarschen? Ich bin gut gekleidet, ich bin elegant, ich bin nur ein bisschen, ne... So im Urlaubsstyle, so mit Pornobrille und so, ne? Mann, 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 Lester, tu mir das doch nicht an. Ja, ich hab's ja schon beim ersten Mal verstanden, verdammt. Ja gut, statt hier zurückzufahren, würde ich jetzt einfach mal sagen, wechsel mal direkt zum Franklin. Hat sich also somit jetzt erstmal erledigt. Schade. Aber gut auch, dass man für die Mission immer wieder anders gekleidet sein muss. So, dann war's das jetzt erstmal mit dem Michael und sagen wir Hallo zum Franklin. Franklin. Franklin, Franklin, Franklin. Irgendwo am Strand. An Los Santos. Uah. Erstmal schön geschwitzt. Getting there. Und hier sehen wir ihn in seiner vollen Pracht. Was mich gerade... Ah, nicht so in die Kamera. Man erkennt ja deine Pickel. Deine Poren. Kann man hier gar nicht so trainieren oder geht das... War das jetzt einfach nur für Show? Nein. Pack die Waffe wieder ein. Okay, ich glaube, hier kann man gar nicht so trainieren. Schade. Ich habe gedacht, man könnte hier so ein bisschen trainieren. Aber das scheint gar nicht der Fall zu sein. Das war jetzt nur für die Sequenz. Na, schade. Aber zumindest wissen wir, der Michael, beziehungsweise der Franklin. Jetzt haben wir so lange mit dem Franklin, Michael. Jetzt habe ich auch ein Wort drin. Rumgespielt, dass ich gar nicht mehr weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. Oder beziehungsweise ich verwechsel die Namen gerade. So. Aber einfach, weil wir es können, schnapp ich mir ein Rad. So. Aber wie belebt der Strand hier auch ist. Unglaublich. Wie haben wir nur die beiden Räder? Hm. Blöd. Na gut, nehmen wir eins. Hey, Mike. What's up? Ich heiße nicht Mike, ich heiße Franklin. Achso, der telefoniert. Manchmal fühlt man sich auch einfach so immer angesprochen, dass es, naja, passiert. Ist ein bisschen so schizophren und, passiert. So, gerade ein bisschen trainiert. Die Muckis... Und den Trizeps ein bisschen angereizt. Und jetzt
machen wir uns auf dem Weg zur Mission, zu Mission von Franklin. Was haben wir denn hier? Einmal das P mit dem Fragezeichen, Beverly, und einmal zum Franklin selbst. Ich würde sagen, wir gehen wir zu Beverly. Ich weiß nicht, letztes Mal wollten wir, glaube ich, zu dem, und dann kam dieser komische Paparazzi, oder war das der Paparazzi, der uns da aufgelauert hat? Ich glaube, das war sogar der, ich bin mir jetzt nicht so sicher. So, würde ich sagen, na gut, mit dem Rad ist das ein bisschen weit, machen wir hier Franklins Mission. So, erstmal nach Hause. Und wie sollten wir das denn gesünder und sportlicher machen als auf dem Rad? Da da di da di da 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 ding, und die Klingel klingelt. Und auf den letzten 100 Meter, meine Damen und Herren, das gelbe Trikot geht an Franklin. Franklin, den Namen, Nachnamen weiß ich nicht, aber das tut auch nichts zur Sache. Wir müssen einmal durch das Rondell hier, weil wir uns verfahren haben. Das gehört zum einfach dem schönen Geschick dazu. Das gibt dem Ganzen die exklusive B-Note. Ah, Alter. Und einmal um die Kante gefahren, eine kleine Abkürzung genutzt. Aber das gibt keine Strafzeit, denn wir haben uns eh verfranst. Und, boah, fahren durch die Schranke. Wir fahren einfach männlich, wie wir sind, mit unserem maskulinen Muskel-Body durch die Schranke durch. Jetzt auf der Straße einfach über Rot fahren. Man erlaubt es sich nicht, aber wir erlauben uns das heute einfach mal. Das ist die Ausnahme der Regel. Ups, da sind wir schon wieder über eine rote Ampel gefahren. Meine Damen und Herren, man glaubt es kaum, es ist nicht zu fassen. Die Polizei würde jetzt sagen, oh, 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 das war aber nicht regelkonform. Aber wir sagen einfach, das ist Freestyle. Wir müssen uns nicht der Allgemeinheit anpassen. So. Und die Ausdauer sinkt nicht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was die Ausdauer ist. Aber wir fahren schon die ganze Zeit unter Volltempo. Aber egal, Franklin hat Power. Der ist muskulär und er ist ein Langläufer. Und er ist einfach toll. Er ist Franklin und er ist cool. Das haben ja die Farbigen mal so an sich. So, um mal politisch korrekt zu sein. So, fahren wir einfach dem Auto hinterher. Wir überholen, wir fahren die Autobahn entlang, weil man das ja so mit dem Rad macht. Man fährt da immer auf der Autobahn entlang. Ich war noch nie in den USA. Ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist. Ich glaube zwar eher weniger. Aber ich kommentiere einfach so, als ob es der Fall ist. So, meine Damen und Herren, wir fahren hier an den Autos vorbei. Schauen Sie mal links entlang, schauen Sie mal rechts entlang. Da ist diese Pizzaschleife oder diese Kreuzung, diese legendäre Nudel-Pizza-Dingens. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. Die hat irgendwie einen speziellen Namen, der fällt mir jetzt leider nicht ein. Und schauen Sie sich das an. Da hat jemand uns nachgemacht. Dieser Jeep-Fahrer fährt auch einfach über Rot. Wer braucht schon Ampeln? Die verbrauchen nur Strom und sind einfach nur ein öffentliches Ärgernis. Denn das behindert einfach nur die Leute, die irgendwas im Leben erreichen wollen. Das ist sonst... So, da verfranze ich mich mal kurz in der Straße. Wir sind gleich zurück. Wir stehen vor dem Haus gleich von Franklin. Die letzten Meter, meine Damen und Herren, nur noch 35 Meter und wir sind da. So, wir fahren einfach mal links, rechts. Wir halten hier an und gucken mal, ob diese Dame wieder da ist, die hier uns immer hier voll sülzt mit, hey, du kannst ja, du bist voll cool und so. Und du bist ja super Cousin und so. So, aber ich schaue gerade auf den Timer. Leider haben wir es nicht rechtzeitig in der Zeit geschafft, hier uns abzumühen. Deswegen wird es leider, leider, leider erst in der nächsten Folge weitergehen. Wenn es wieder heißt, let's play Grand Theft Auto 5. Oder Grand Theft Auto 5 mit uns hier auf dem Channel. Also bis morgen und cheerio, my friend. Und morgen werden wir zeigen, was diese Muskeln von Franklin so alles drauf haben oder was wir hier so generell machen müssen. Ich weiß es ja nicht. Also bis morgen und tschüssi. Oh, look at you.